Im 401. Jahr des Mannheimer Maimarktes präsentiert sich die Rhein-Neckar Verkehr GmbH zum zweiten Mal mit eigenem Stand. Ein abwechslungsreiches Programm lädt die Besucher dazu ein, den ÖPNV in der Metropolregion neu kennenzulernen. In Halle 35 informiert das Unternehmen über alle Themen rund um das Kerngeschäft Verkehrsdienstleistung. Von der Fahrkartenberatung bis hin zur Auskunft über Neuerungen wie den RNV-Scout. Den Stand der RNV verlässt jeder mit einem guten Gefühl. Dass ich morgen auch noch mit einem guten Gefühl unterwegs sein kann, ist es wichtig, dass ich meine neue Karte mitbringe. Nämlich, ich habe ein Jobticket. Das war eine Ausnahme, dass ein Bürgermeister ein Jobticket wollte, gleich zu Anfang an. Aber für denjenigen, der für den ÖPNV in der Region zuständig ist, ist es selbstverständlich. Ich kann es nur jedem empfehlen und würde mich freuen, wenn noch mehr Unternehmen der Metropolregion sich dem Jobticket der RNV anschließen würden. Und deswegen kann ich nur sagen, mit gutem Gefühl unterwegs, mit dem Jobticket der RNV. In Halle 25 präsentiert das Unternehmen zudem Sonderschauen zum Thema Gerd, dem Alterssimulationsanzug der RNV, der von den Zuschauern auch anprobiert werden kann. Für die Bürgermeister der Region zählt die Aufklärung und Arbeit der RNV in diesem Bereich zu den wichtigen Schritten in Richtung Mobilität im Alter. Gott sei Dank werden wir alle älter und wir bleiben mobil und immer länger mobil. Und das ist ja auch eine Lebensqualität für jeden Einzelnen von uns. Und wir merken auch, dass die Menschen immer näher an den ÖPNV ziehen. Das heißt auch, dass sie in die Nähe des Bahnhofs ziehen, um von dort aus auch die unterschiedlichen Städte, Orte erreichen zu können. Und der ÖPNV hier bei uns in der Region ist ja sensationell. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt in der Region mit der RNV, um dafür zu sorgen, dass ÖPNV zu einem bezahlbaren Preis angeboten wird und alle Verantwortungsträger an einem Strang ziehen, um dafür zu sorgen, dass unsere Bevölkerung wirklich hier die optimalen Angebote hat. Noch bis einschließlich 6. Mai freut sich die RNV auf Feedback und Anregungen ihrer Kunden auf dem Maimarkt.